Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen weiteren Folge bei TSW 3 oder auch Train Sim World 3 genannt. Und der kleine Anfang hat es ja schon ein bisschen offenbart, was eigentlich so die größten Neuerungen hier bei Train Sim World 3 sind. Das sind mitunter das dynamische Wettersystem und in diesem Video werden wir uns das Ganze ein wenig angucken. Ich werde mit euch jetzt gemeinsam so ein bisschen die Einstellung durchgehen, was wir hier eigentlich haben. Aber danach wird es dann so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass wir zwar Ingame-Aufnahmen sehen, aber ich werde mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen, dass wir es so einigermaßen dynamisch einstellen können, dass wir wirklich genau die Unterschiede sehen, ob leichter Regen, starker Regen oder was auch immer hier an Wettersystem möglich ist. Ich habe nur schon vorher ein bisschen gelesen und aber auch gesehen, dass wir so einiges möglich ist und die Leute sehr fasziniert davon sind. Also legen wir einfach mal los. Wir gehen mal zu unseren Zügen. Und dazu gehen wir einfach mal auf Strecke auswählen. Nehmen irgendeine x-beliebige Strecke mit dem Zug. Gehen aber danach auf Fahrplan, weil Szenario wird ihr gleich ein Szenario reinspringen. Und ihr könnt das Wetter gar nicht großartig ändern, weil das Wetter je nach Szenario quasi denn passt. Und dann machen wir einfach erst einmal zu Fuß. Dort könnt ihr überlegen, welchen Start wir nehmen. Hier werden wir natürlich jeden Start so beibehalten und werden jetzt hier zum Beispiel dynamisches Wetter eingeben. Wir können auch benutzerdefiniertes eingeben. Bei dynamisch können wir aber auch auswählen, wie es anfangen soll. Ob klar, neblig, leicht bewölkt, stark bewölkt, Gewittersturm, neblig trüb, leichter Regen, Regensturm. Und klar, aber ansonsten haben wir natürlich auch die Möglichkeit, benutzerdefiniert hier etwas einzustellen. Wir fangen aber als allererstes mal an mit dynamischem Wetter. Klar. Ja, und jetzt werden wir Folgendes machen. Jetzt werden wir einfach mal jedes Wetterszenario durchgehen, von klar bis leicht bewölkt, Regen, leichter Regen, starker Regen und immer jetzt hier auf dieser Stelle verweilen, um uns einfach mal ein bisschen die Unterschiede anzugucken. Und ich glaube, wir kriegen dadurch auch wunderschöne Bilder zusammen. So, jetzt achtet mal auf folgende Sache. Seht ihr die Wolke ganz oben links dort? Jetzt achtet mal darauf, wie die sich bewegt. Seht ihr das? Sie bewegt sich allmählich. Und das ist die Neuerung, oder zumindest die etwas kleinere bis große Neuerung hier bei TSW 3, dass wir dynamisches Wetter haben. Vorher konnten wir das Wetter einstellen, aber im Laufe der Fahrt hat sich nicht viel getan. Das hat sich jetzt geändert. Mittlerweile haben wir nämlich dynamisches Wetter, wie zum Beispiel gerade hier, bewölkt. Hallöchen, Kumpel. Kommen wir also mal rüber zum leichten Regen. Wir sehen schon, es tröpfelt vereinzelt. Es hat so ein bisschen dieser leichte schon Sommerende Herbstmorgen oder Herbstnachmittag, wo wir hier gerade mit alle mit kurzen T-Shirts, es ist warm draußen, rausgegangen sind, aber vorher einen Regenschirm eingepackt haben, wo dann doch die Winterfrott aufgezogen hat. Und wir sehen auch sofort an den Waggons, an den Fahrzeugen, da bilden sich kleine, feine Regentropfen. Auch hier an den Scheiben. Sehr schön gemacht. Man muss aber dazu sagen, das sind Dinge, die gab es bei TSW 2 aber auch schon. Auch hier sehen wir, wie schön eigentlich die Tropfen nach und nach auf den Fahrzeugen raufpratzeln. Ist jetzt keine große Neuerung, aber es sieht trotz all dem genauso wie im Vorgänger sehr schön aus. Jetzt kommen wir doch zu einem etwas starkeren Regen, wo man sich ehrlich gesagt nach der Couch sehen. Couch! Ah, Essen bestellen, dass man die Leute, die gerade auf Fahrrädern unterwegs sind, die jüngsten Leute, uns Essen bringen und vielleicht einen schönen Film gucken. Das ist auf alle Fälle sehr ungemütlich und man hat schon eine schöne Atmosphäre. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, also das hat sich jetzt hier nicht geändert zu TSW 2 in keinster Weise, aber trotzdem, das möchte ich einfach mal ganz gerne mitnehmen. Wir sehen auch hier natürlich Tropfbildung überall auf den Fahrzeugen, vermengt natürlich. Hier sehen wir schon diese kleinen feuchten Nassschlieren, die sich bilden, nach unten tropfen. Zudem sehen wir jetzt einfach mal, wie viel dunkler es geworden ist, weil die Wolkendecke sehr nah aneinander liegt. Und wir sehen auf oben vorne die Frontscheibe, die ist wesentlich benässter vom Regen. Ja, da guckst du jetzt auch rein, wie wahrscheinlich den Zugführer irgendwas fragen. Der wird niemals reagieren. So, jetzt kommen wir vom leichten Regen zu einem, ja, gewissen Regenschauer.
Es ist auf alle Fälle wesentlich dunkler als doch beim leichten Regen, was ich schon gesagt hatte. Und beim leichten Regen hat man sogar noch gut sehen können, dass die Wolkendecke leicht aufbricht und sogar die Sonne ein bisschen rauskommt. Ja, und man sieht so ein bisschen auch von hier aus gesehen, die Wolkendecke ist nicht mehr leicht offen, sie ist jetzt komplett geschlossen, es kommt jetzt kein Sonnenlicht mehr hervor und auch die Frontscheibe hier vom Zug ist ein bisschen mehr benässt als doch bei Leichtregen. Ja, zu guter Letzt haben wir noch in Sachen Regen Gewittersturm. Es ist genauso nass und regnerisch eigentlich wie beim Regensturm, nur kommt mitunter jetzt noch Gewitter hinzu, auch im Großen und Ganzen glaube ich zu meinen. Ja, dunkler ist es nicht, aber eigentlich müssten wir jetzt auch ein bisschen mehr Sturm haben und vereinzelt auch Gewitter. Da, hört ihr das? Ja, ansonsten sieht es halt wirklich nicht viel anders aus als zum Regensturm. Die Nässe, oder sagen wir mal, die starke Nässe, die ist auf alle Fälle immer noch gegeben. Die Dunkelheit ist auch gegeben. Wie gesagt, ansonsten haben wir mehr oder weniger, hört ihr das, Gewitter. Eine Sache, die sich sowieso komplett ändern kann, ist auch nochmal Folgendes. Ihr könnt ruhig bei dynamischem Wetter bis dato bleiben. Ihr könnt aber auch die Jahreszeiten ändern. Wir waren jetzt gerade so August, September gewesen. Wenn ihr bei Dezember eingeht, zeige ich euch mal ganz kurz nochmal. August, jetzt haben wir klar, neblig, leicht bewölkt, Gewittersturm, neblig, trüb. Ist ein bisschen von den Kategorien nicht gut gemacht, muss ich sagen, weil wir haben sehr früh Gewittersturm, was wir gerade eben schon hatten. Neblig, trüb, leichter Regen, Regenschauer, Regensturm und klar. Wenn wir zu September gehen, ändert sich da, glaube ich, schon eine kleine Sache. Wir haben nämlich schon leicht bewölkt, stark bewölkt. Also wir haben auch ein bisschen Kategorien bewölkt mit dabei. Gewittersturm, neblig, trüb, leichter Regen, Regensturm. Also das, was wir vorher auch hatten. Jetzt gehen wir aber mal zu Dezember. Dezember, Januar, wie können wir Januar machen? So die Winterzeit haben wir neblig, leicht bewölkt, Gewittersturm, leichter Schneefall. Das hat sich ja so geändert. Schneesturm und klar, das war es gewesen. Also Februar können wir auch nochmal nehmen. Da ist auch nochmal Minusgrade. Da gibt es dann auch Möglichkeiten auf Schnee, Schneesturm und so weiter und so fort. Inwieweit eigentlich ein Gewittersturm aussieht, eigentlich müsste es da normalerweise auch schneien. Wir können uns aber mal angucken, wie sieht eigentlich ein leichter Schneefall aus am 5. Januar. Ja, und durch den ICE, leider da er weiß, sehen wir nicht allzu viel, aber da oben sehen wir auf alle Fälle auf dem Dach, guck mal, auch da kleine feine Schneeflocken, die runterkommen, das ist sehr schick gemacht. Da weiß ich nicht, ob dieses kleine Detail schon bei TSV 2 gab, aber guck mal, da kommen kleine feine Schneeflocken auf alle Fälle schon herunter. Rieseln die hier vom Dach oder vom Zwischenraum? Es sieht so aus, als wenn die vom Dach runter rieseln. Die kommen von oben. Okay, aber trotzdem sah sehr nett aus. Und wir sehen auch hier, guck mal, leichte Schneeflocken an der Scheibe. Nach und nach, wenn es immer mehr. Sieht natürlich ein bisschen pixelig aus, aber vom Weiten sieht das natürlich richtig schick und detailliert aus. Wir sehen auch hier natürlich die Umgebung. Also es ist wirklich sehr winterlich und ach, auch irgendwie eklig. Hier liegt überall so ein bisschen Schnee. Minimal, also das ist so ein bisschen gerade Schnee gefallen, es fällt gerade Schnee oder es ist halt wie gesagt Schnee gefallen, der sowieso vielleicht gleich schmelzen wird, wenn man so wie ich aus Berlin kommt. Ja, ansonsten sehen wir ja hier leichte, feine Schneeflocken und auch die Scheibe rieselt langsam sich mit Schnee voll, also das sieht auf alle Fälle, ja, noch ganz in Ordnung aus, man weiß, man kommt noch einigermaßen gut an. Hier vorne haben wir auch vor den Fahrten hier der Schnee, der an den Zug rangeschossen wurde. Also detailliert alle Male. So, und das ist ein sogenannter Schneesturm. Man sieht oben schon auf dem Dach, da hat sich sehr viel Schnee gesammelt. Was ich ganz hübsch finde, ist ganz hinten, obwohl es dieselbe Uhrzeit ist, da ist es schon leicht, ja, irgendwie hell, als würde vielleicht die Sonne da rausbrechen. Aber trotzdem, wir sehen schon, es tropft viel mehr raus. Obwohl alles hier so ein bisschen weiß gehalten ist, sieht man schon viel mehr davon. Und Nebelschwaden kommen auch auf. Hier, guck mal. Es weht wesentlich mehr Schnee. Auch hier, ich glaube, so ein bisschen die Gleisen sehen so aus, als würde ein bisschen mehr Schnee überall liegen. Die Scheiben sind wesentlich mehr vom Schnee voll. Und man sieht sofort, wenn der Wind ein bisschen aufkommt und die Schneeflocken gegen die Scheibe drücken, wie viel das hier ist. Ja, und aber auch hier sieht man mal, wie viel mehr Schnee einfach mal hier so zu sehen ist. Das sieht, ja... Ich finde, das sieht sehr cool aus. Es könnte aber alles ein bisschen winterlicher sein. Man muss aber dazu sagen, es ist nochmal ein Riesenunterschied, wenn das Ganze bei Abend durchspielt. Denn ihr habt ja die Möglichkeit, hier alles einzustellen, was ihr wollt. Fulda lassen wir mal als kleinen Überblick. Wir können aber auch die Tageszeit bestimmen, dass wir zum Beispiel sagen, okay, guck
mal hier, wir machen das einfach jetzt mal früh morgens um 6, gehen hier natürlich auf unseren Monat Dezember, Januar ungefähr und machen dann einfach mal zum Beispiel leichter Schneefall. Oder ihr habt die Möglichkeit, das Ganze selber nochmal zu ändern. Wenn ihr zum Beispiel jetzt keinen Bock habt, dann geht ihr auf benutzerdefiniertes Wetter. Da könnt ihr schon vorab was wählen. Frühling bewölkt. Da seht ihr einfach mal, da steht auch noch Winter-Schneesturm. Da könnt ihr Niederschlag eingeben. Den Nässegrad, Schneegrad, Bewölkungsgrad, Windstärke. Und wir stellen einfach mal Windstärke wirklich auf Minimales zurück, damit das ein bisschen schöner aussieht, dass es kein direkter Windsturm ist. Nässegrad weiß ich nicht. Ich glaube, da ist einfach noch ein bisschen Nässe mit dabei. Können wir mal ein bisschen höher stellen. Aber auf diesen frühen Morgen gesehen wird es auf alle Fälle sehr, sehr schön aussehen. Auf alle Fälle wesentlich dichter als noch tagsüber das der Fall war. Ja, und die Zeit fährt anscheinend kein ICE. Das ist natürlich jetzt gerade schlecht. Hallo? Gut, es fährt kein ICE. Ja, gut. Ansonsten können wir natürlich jetzt hier auf Dezember gehen, aber schöne Änderung, oder nee, keine schöne Änderung, aber auch eine andere Sache, dynamisches Wetter. Da können wir zum Beispiel einstellen, welche ja, Art von Wetterbedingungen wir ja gerne haben wollen. Ob zum Beispiel Frühling klar, Frühling bewölkt, Frühling Regen, Sommer klar, Sommer bewölkt, Sommer Nebel, Sommer Regen, Herbst klar, Herbst bewölkt, Herbst Nebel, Herbst Nieselregen, Frühling klar, Frühling bewölkt, Frühling Regen, Sommer klar und so weiter und so fort. Wir haben aber eigentlich auch, wo ist denn das hier? Im Januar geht es erst. Okay, im Januar haben wir nämlich auch die Möglichkeit, nämlich Winter-Schneesturm zu machen. Und ich will mir einfach mal auf dem Abend angucken, wie das Ganze ausschaut. So, wir sehen schon, es sieht natürlich dadurch, dass wir jetzt wesentlich mehr Kontrast haben, schon viel mehr aus, was hier zum Beispiel an Schnee fällt. Vorne werden wir es auch mal gleich sehen. Da, guck mal, es sieht schon wesentlich mehr nach einem gewissen Schneesturm aus. Allein schon natürlich durch die ganzen Lichter hier, die im Dunkeln so ein bisschen erstrahlen. Obwohl ich sagen muss, ich habe damals das Gefühl gehabt, es kann aber auch sein, dass selbst die Ortschaften gewisse, ja, ich sag jetzt mal, jetzt haben wir ja nicht nur zum Beispiel diese europäischen Wetterungsbedingungen. Und ich will mal gucken, was hier beim, und ich spreche es wahrscheinlich mal wieder aus, aber trotzdem Kajan Pass genau los ist, weil da können wir auch mal zu Fuß gehen. Und da bin ich mal gespannt. Es sah im Trailer mal so aus, als würde zum Beispiel es auch Schneestürme geben. Da haben wir neblig, leicht bewölkt, Gewittersturm, neblig trüb, leichter Regen, Regenschauer, Regensturm. Das war's gewesen, war. Also, wir können mal gucken, ob sich hier von den Uhrzeiten ein bisschen was ändert. Gehen wir mal Benutzer definiert. Gehen wir mal richtig schön Juli, August, sommermäßig haben wir Herbst, Sommerregen. Also so einen richtigen Sandsturm gibt es nicht. Was wir aber probieren können, da bin ich mal gespannt, ob es halt wirklich so ist, ob denn der Sand, weil wir ringsherum Wüste haben, aufgeweht wird, indem wir halt wirklich einfach mal den Niederschlag runterlassen, Nässegrad auch, Schneegrad gibt es ja nicht, Bewölkung, aber Windstärke, volle Lotte. Ja, und wir merken, nee, irgendwie so viel ist jetzt auch nicht. Es wirkte tatsächlich gerade bei den Kajan Pass so, dass hier auch mitunter Schnee oder beziehungsweise Sandstürme aufkommen, aber irgendwie habe ich jetzt nicht das Gefühl. Das ist ein bisschen mau. Na gut, jetzt bleibt ja eigentlich nur die Frage, wie sieht eigentlich sowas wie dynamisches Wetter aus? Und da können wir mal versuchen, ja, ein kurzes kleines Minütchen hier so ein bisschen abzuwarten, indem wir wirklich jetzt zum Beispiel mal eine gewisse Tageszeit machen. Wir gehen und belassen es auf dynamisches Wetter. Machen 5. Oktober ungefähr, also schön herbstlich und werden mal jetzt hier stark bewölkt eingeben und werden mal gucken, ob irgendwann und irgendwie denn mal Regen herunterkommt. Ja, ich glaube, man konnte schon einigermaßen gut sehen, was ein dynamisches Wetter bedeutet. Zum einen, die Wolkendecke bewegt sich hier schön fleißig mit. Zum anderen ist jetzt auch, man muss aber auch dazu sagen, es ist alles Echtzeit. Also das heißt, hier wären jetzt keine Minute ungefähr 10 Sekunden sein, sondern hier ist eine Minute. Das können wir sowieso auch gar nicht beeinflussen. Wäre auch ehrlich gesagt nochmal eine schöne Sache. Wir haben aber jetzt hier auf alle Fälle den Unterschied, dass die Wolkendecke leicht aufbricht, denn
Die Sonne kommt anscheinend langsam raus, wo auch immer man das vielleicht noch sehen könnte. Aber man merkt, da vorne müsste irgendwo die Sonne sein, da bricht so langsam auf. Ist da die Sonne? Wo ist denn hier die Sonne? Also die Sonne kann man leider jetzt nicht so gut sehen, aber wir merken auf alle Fälle, es wird wesentlich heller. Ja, im Großen und Ganzen, das Wettersystem, das hier tatsächlich bei TSW eigentlich so ein bisschen angepriesen worden ist, es ist gar nicht so da, wie man vielleicht denken könnte. Ich hätte jetzt echt gedacht, gerade nach dem Trailer zu urteilen, es ist viel immersiver, viel intensiver. Aber es ist leider Gottes, und da muss ich wirklich ehrlich sein, da könnt ihr auch gerne was in die Kommentare schreiben, wie ihr den Eindruck findet oder gerade die Leute, die es selber gespielt haben, ob wirklich dieser Unterschied zwischen TSW 2 und TSW 3 in Sachen Wettersystem so viel größer ist. Meines Erachtens nicht, da hat sich nicht viel geändert. Was ich jetzt mit euch gerne noch machen möchte, und da bin ich jetzt einfach mal still, wir werden jetzt mal alle, aber auch wirklich alle Wetterbedingungen durchspielen. Das heißt, wir werden das Ganze auf benutzerdefiniert einstellen und dann vom Frühling bis Sommer, Herbst und Winter durchspielen. Das heißt, ich werde mich jetzt von euch verabschieden und dann sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge. Wenn ihr welche Ideen habt, was ich mir gerne angucken soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten geht es natürlich selbstverständlich mit den nächsten Sachen weiter.